Willkommen zurück zu Final Fantasy X HD Folge 20. Wir sind in der 20 angekommen. Und ja, wie du schon hörst, hören wir den neuen Soundtrack. Den Remaster Soundtrack. Und ich habe beschlossen, wir gehen nochmal zurück zu den seltsamen Monumenten. Aber bevor wir das gehen, werden wir erstmal aus Sphärobrett gehen. Zum einen. Und zum anderen werden wir mal schauen, was wir an Blitzresistenzen dabei haben. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, wir können dieses Gebiet schnell hinter uns bringen. Ich werde auch den Ingame-Zeitrafferfluch nutzen. Und hoffe dadurch, das noch ein bisschen schneller zu überwinden. So, jetzt sind wir hier gleich bei Engel angekommen. Erstmal hier noch die MP erhöhen. Jetzt gilt es herauszufinden oder zu überlegen vielmehr. Nee. Wo wir als nächstes hingehen mit Yuna. Wo geht's denn dahin? Hier würden wir zu Lulu rüberkommen. Das ist ja lustig. Ach, sag bloß, da könnten wir tatsächlich nochmal auf kurzem Wege zu den besseren Zaubern für Yuna gehen. Das ist natürlich mörder sexy, ey. Oh, hier gäbe es den besseren Heal für Yuna. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ahnen, okay. Ahnen haben wir, glaube ich, schon mit Ixion oder mit allen unseren Bestia gelernt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist, glaube ich, erhöhter Reflexwert oder irgendwie sowas, ne? Und das finde ich ganz schön sexy, dass wir auch hier Feuer und sowas mit Yuna lernen können. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Beten. Beten ist immer nicht schlecht, ne? Weil das hier ist Yunas normaler Weg, aber ich glaube, ich will erst so... Komm, das ist ein kleiner Umweg und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass die den Weg hier extra so nochmal aufsplitten für Yuna. Das können wir schon machen. Ich glaube, das würdest du auch tun. Abwehrkraft ist auch gut für die Kleine. Geschick. So, dann sind wir mit Yuna erstmal durch. Jetzt müssen wir mit Titus überlegen, wo wir hingehen. Blim, 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 blim. Erstmal Geschick, das ist nicht schlecht. So, jetzt gilt es zu überlegen, wo wir jetzt hingehen. Was haben wir hier? Reizen. Hier ist sowieso Sackgasse, vielleicht sollten wir sowieso, sollten wir dann erstmal hier hingehen. Warte mal. Nee. Wir gehen direkt hier in die Ecke rein. Und nehmen einfach alles. Zauberabwehr ist ganz cool. Was haben wir hier? Also das ist der Zeithieb, ja. Für Zeitspheroiden und so. Magie, Zauberabwehr und MP. Oh, das macht alles. Okay, das wusste ich gar nicht. Ach nee, der Serif macht alles. Ja. Ja, ich weiß. 2, 3. Ah, ist jetzt ein bisschen Verschwendung leider. Ach scheiße, ich wollte mir die HP da drüben holen, ne? Oh, du Depp. Oh, naja, egal. So, mit Kimari müssen wir natürlich den Weg erstmal weitergehen. Angriffskraft ist cool. Treffer ist auch cool. Der fehlt mir ja noch ziemlich oft, zu oft. Und tschüss, ja, warum nicht? Da hat es noch einen zweiten immerhin. Die Frage ist nun, wo ist denn, was ist denn Kimaris Weg? Den wissen wir eigentlich gar nicht. Also das ist ja hier Titus Weg, ne? Die Frage ist nur, wohin dann? Das ist hier... Moment, muss ich kurz mal überlegen. Almosen, Fortuna. Ich glaube, das hier ist Rikus Weg. Das heißt, hier oben irgendwo, ich glaube hier lang. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Doch hier irgendwo muss dann Titus Weg sein. Und zwar hier vielleicht. Mal gucken, wo das hingeht. Gemach, genau, das passt auch zu Hast, ne? Wir haben ja mit Titus Hast und Gemach ist da drüben. Das würde sich da anbieten, dass das Titus Weg sein könnte. Achso, Kimaris Weg ist mir deswegen aber immer noch nett.
Kimaris Weg könnte derselbe Weg sein wie Orans Weg. Weil die ja ähnlich starke Charaktere sind. Ne? Die haben viel Leben tendenziell. Und... Ah, ich verbrauche schon wieder so viel Zeit. Ich weiß. Aber eigentlich muss Kimari auch da unten lang. Oder gibt es noch eine Alternative? Wenn das hier Rikus Weg ist... Ich glaube, Orans Weg ist auch Kimaris Weg, oder? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich muss kurz mal überlegen, wo ist denn aktuell Oren? Oren ist da. Oren ist ja da hingegangen. Und geht dann als nächstes hier lang. Ach, da trifft er sich dann hier nochmal mit Titus sogar. Alright. Aber das hier ist sein Weg, glaube ich. Gemach gar. Oh, krass. Dauert noch lange, bis wir da sind. Panzerbrecher, das ist bestimmt hier... Das ist bestimmt auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo ich mit Kimari hin soll. Das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen. Ich glaube, ich gehe erstmal auch hier hin. Müssen wir uns dann später Gedanken drüber machen. So, und zwei Leute, wenn Hast haben, ist das auch nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich nur ein bisschen überlegen. Das ist ja Sackgasse. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier in die Ecke rein. Nehmen Treffer mit. Das ist nicht schlecht. Magie ist für Oren jetzt nicht so mega wichtig. Aber Angriffskraft 3 brauchen wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir hier wieder zurück und nehmen dann den Weg, der uns vorher bestimmt ist. Ja, mit Lulu ist es recht einfach, ne? Da gehen wir einfach hier immer weiter bis zu den neuen Zaubern, den höheren Stufen. Bin ich schon gespannt, wie die dann reinhaut mit den mit Blitzra, Feuerra und so weiter. Blitzra, Feuerra, Wasra und Eisra. Zauberabwehr, okay. Okay, da sind wir erstmal durch. So, jetzt müssen wir die Resistenzen, müssen wir mal in die Ausrüstung schauen, was die für Resistenzen haben. Zur Not müssen wir da eventuell sogar was Resistenzmäßiges kaufen. Ah, scheiße, wollte ich gar nicht. So, da haben wir nichts. Das ist uncool. Strom 50% ist zum Beispiel schon mal geil. Das machen wir. Da müssen wir vielleicht... Oh, der hat schon Strom 50. Das ist cool. Stromwall. Stromwall hört sich ganz schön cool an. Okay, da brauchen wir was mit Lulu. Mit Waka. Mit Riku. Wo ist denn hier unser Waka? Waka haben wir ja gar nicht, ne? Kacke. Wo ist denn Waka, wenn man den mal braucht? Willkommen in der Donnersteppen-Filiale von Rins Bedarf. Von Zodius Reisebedarf. Ausrüstung ansehen. So. Natürlich ist der Rest hier erstmal Krempel. So, Donnerschild. Mit Titus, yes. Müssen wir jetzt leider ein bisschen teuer hier einkaufen. Aber geht nicht anders. Da könnten wir jetzt mal hier eine verbesserte Version kaufen, aber das ist mir den Preis nicht wert für die 5% HP. Strom 50%, yes. Strom 50%, yes. Und der hat ja schon Strom. Und die HP, wie gesagt, die sind es mir nicht wert. Stromwall, da bin ich mal gespannt, was das macht, Stromwall. Das wirklich das macht, was ich denke. So, damit sind wir hier durch. Gehen wir nochmal speichern. Und dann bin ich gar nicht mal so sicher, ob wir überhaupt jetzt noch zurückgehen können. Weil wenn wir jetzt rausgehen, habe ich Angst, dass wir dann weitergehen müssen. Deswegen habe ich jetzt erstmal gespeichert. Jetzt gehen wir erstmal zu Yuna. 9 Minuten jetzt verplempert. Tut mir leid, aber das musste jetzt einfach mal sein. Ausrüstung und... Oh, der Erinnerungsseroid von Lord Chiskel, Meister Chiskel, oder? Wow! Lloyd! Yes? I implore. Well, it's nothing really. I just
I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey! Wasn't that Jisco Guado guy? Na komm schon, spuck's aus, Yuna. The sphere is his will. It says, take care of my son. Oh, shit. Huh. Das gefällt mir nicht. His son? Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. Okay. Huh? Was ist denn mit Seymour? Oh. Jetzt kriegen wir gleich eine auf Hinterkopf, oder? What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah. She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. All right. Oh, erstmal ein Nickerchen machen. Blim. Whatever happens, we're still Yuna's guardians. Ich weiß, aber. Schon, aber. I know how you feel. Glaube ich nicht. We're not through the Thunderplains yet, so be prepared, alright? I am prepared right now. Oh, Kimari. Der spricht wieder so viele Sätze, da müssen wir gleich mal weggehen, da er uns zu gesprächig wird. It's not stopping, is it? Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. Oh shit, wir hätten zuerst mit Auron reden sollen. Right already. Oh, das war dumm. But you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? Yuna, bitte lass mich mit Yuna nochmal reden. Bitte. Bitte. I'm not scared. I'm not scared. You hear? Entschuldigung. Bitte lass mich mit Yuna reden. Bitte. No. Ah, wir haben jetzt bestimmt was. Oh, der hat ein Alphabet-Lexikon liegen lassen. Alphabet-Lexikon. Donnerschild. Donnerschild ist doch hier Titus, oder? Oh, Stromwall. Das finde ich natürlich noch geiler. Ja, egal, HP. So, wir gehen nochmal zurück, wie angekündigt. Und machen uns auf den Weg, schauen uns diese Monumente nochmal an. Und wir müssen natürlich die Geschwindigkeit höher machen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, auf welcher Taste das war. Müssen wir jetzt mal... Oh nee, lieber nicht. Ich da irgendwie aus Versehen was freischalte, was ich gar nicht möchte. Nee, schummeln möchte ich nicht. Spezialfeature. Wo haben wir das denn? Turbo F1, okay. Da hörst du jetzt den neuen Soundtrack. Und wir können diese Sache hier ein bisschen überwinden. Schneller. Dip, dip. Bin ich mal gespannt, ob sie das aushalten wird. Sie hat ja jetzt immer ein Stromschild. Oh, gleich zwei. Nice. Haben wir jetzt natürlich keinen Kampfsound, aber 912 ist ordentlich. Ich finde, das Kampfsystem haben sie ganz gut getroffen. Da kann man nichts sagen. Auch wenn das rockige eigentlich nicht zur grundsätzlichen Stimmung in Final Fantasy X passt. Aber lassen wir das mal dahin gestellt. Okay, wir brauchen, glaube ich, ein paar Zeitsphären, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ach, wir hätten uns Items kaufen sollen. Ah, dummes. Dummes Stück. Au. Ja, genau, so gefällt mir das vom Damage her. Nice. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Rico, hast du mal was klauen? Das Luna ist mir wichtiger. Oh, die macht jetzt sogar mehr Damage mit Zaubern als Lulu. Das ist ein bisschen... Einerseits finde ich es cool, andererseits finde ich es nicht so cool, weil Lulu eigentlich die Expertin dafür sein sollte. Yuna? Ich bin mal gespannt, ob sie Dinger machen. Warte mal, Sound leiser normal machen. Okay. Ist das gut oder schlecht? Hm, okay. Das war Nummer 1. Ups, so, so. Ach, der hat ja wieder nur diese verschissene Goldnadel. I remember. Nur weg mit dir. Waka oder Titus? Waka oder Titus? Waka. So, auf zum anderen Ding sie. Verstehe den Sinn immer noch nicht mit den Blitzen. Das ist eigentlich, ist es völlig egal. Ah, guck mal, jetzt überlebt ihr das auch mal. Richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. Das ist so verdammt nice, dass sie es auch überlebt. Wir sollten jetzt mal auf Lulu wechseln, um sie zu heilen. Warte mal, der hat schon gemacht. Titus ist, glaube ich, mal wieder dran. Bitte treffen, bitte treffen, bitte treffen. Ah, shit. Bip, 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 bip. Ah, naja, das war natürlich ein bisschen zu viel. Na, also 1077 Bangerang. Null Steinball. Nope. Oren. Er schmeißt jetzt mal eine Phönixfeder. Will nämlich, dass die AP bekommt, die gute. Oh, ich liebe diesen Teil der Melodie. Auch auf. Auch im neuen Soundtrack. Bam! Dass er so viel Damage an dem Vieh macht, ist krass, ey. Ups, nee. Nee. So. Ach komm, mach's weg. Scheiß Vieh. Oh, da hat auch was gelernt. Ich glaube, Kampfeshymne oder so, wenn ich es richtig gelesen habe. Na, erstmal Waka. Bitte treffen. Muss man mittlerweile auch bei ihm sagen, ey. Oh, sie wird sterben. Doch nicht.
Doch nicht. Bitte treffen. Ah, shit. Ach, komm, ey. Die hatten ihre Chance. Oh, die bekommen trotzdem AP, obwohl sie daneben geschlagen haben. Oh, okay. Ist mir recht. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Billigkräuter mehr. Hier, Kräuter, sag ich schon. Keine Billig... wie heißt sie gleich? Potions mehr. Aber wir kriegen es gut unter Kontrolle. Ich glaube, den Rückweg, den kriegen wir auch noch schnell hin. 1138, nice, Mann. Der macht so wenig Damage an den Dingern. Warum? Geh ich nicht. Guck mal, selbst er macht mehr. Ah, hast du es gesehen? Der hat mit Blitzrasen sich viel weniger geheilt als sonst. Mega geil. Treffen. Oh, ficken, ey. Achso, der muss nochmal natürlich treffen! Fick dich, ey! Treffen! Ach, das ist doch nicht normal, oder? Kein Kommentar. Triff! Verdammte Scheiße. Mal leveln geht hier halt echt auch gut ab. Scheiße. Ja, ja, zwei ineinander. Da ist eine Kiste, die habe ich noch gar nicht gesehen. Eine geheime Kiste. Oh shit. Oh shit. Der Wichser. Oh, das könnte böse enden für uns. Puh. Oh shit. Das könnte wirklich böse enden. Warte mal, lol, nur 500. Dann? Was denn und dann? Gehen wir auf Yuna. Ah, wir wissen es nicht, was wir da machen sollen. Was? Talent ist ja eine Pflanze, oder? Keine Ahnung. Oh, scheiße, ich weiß es nicht. Komm, wir machen Feuer. 15! LOL, 15! Kannst du was lernen? Nee. Alter, wie wenig der Damage das macht. Oh, ist das krass, Mann. Oh, shit, ey. Da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Mit Titus, die hier Ekstase machen. 500 live und wir machen so wenig Damage. Oh mein Gott. Boah, vernichtend, nice. Was passiert jetzt? Dann? Was denn dann? Hä? Ist doch gar nichts passiert jetzt. 5000 Chill, ne? Sag ich nicht, nee. Jetzt haben wir ihn besiegt und hat gar nichts gemacht. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, was das soll, was das soll.
Na, Hauptriff. Ach, verdammte Kacke, ey. Nee, das ist schon geil, mit dem gar kein Damage bekommen durch Blitzgedöns. Ja, das ist eine Chance. Okay, Kampfgeist. Wir müssen uns mal demnächst, wenn wir mal Zeit haben, ein bisschen anschauen. Na Quatsch. Ein bisschen anschauen, was diese ganzen Ekstase-Typen machen. Und eventuell dann mal umbauen oder so. Buja. Treffen, 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 treffen. Nice. Was hat uns jetzt gebracht, diesen Kaktor zu besiegen? Wenn man ihn besiegt, bevor er verschwindet, dann... Ja, was dann? Es ist nichts passiert. Ach komm, scheiß drauf. Weg mit dem Ding. Und dann noch Lulu einmal und dann war's das mit dem Vieh. Sollte es zumindest. Ah ja, easy. Easy. Machen wir es weg. Jetzt bin ich auch so ins Mikro gestoßen. Ach, diese scheiß Blitzer, ey. Ah, wir werden wahrscheinlich noch mindestens einen Kampf haben nach diesem. Warum nutze ich keine Ekstase, fragst du dich vielleicht. Ich möchte die am liebsten für Boss aufheben. Und, ach scheiße, jetzt habe ich das auf das Falsche gecastet. Und ich hoffe ja immer noch... Warte mal, war nicht Titus recht stark auch gegen diese Art Viechers? Und ich möchte ja am liebsten, wie gesagt, die Ekstase gegen die Bosse einsetzen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf was ich eigentlich hinaus wollte, egal. Ja, halt ich nur. Warum macht er so viel Schaden und ist sie so wenig? Und Orin so wenig? Kapier ich nicht. Ach, scheiße. Ah, Gott sei Dank. So, machen wir nochmal Waka hier. Und bam. Und dann machen wir nochmal Kimari. Und bam. Da müssen wir dringend mal heilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte nur ein Kampf. Ah, das sollte eigentlich reichen. Das wird bis zum Reisebedarf kommen. Buja. Ah ne, farewell. Nee. Ja. Das habe ich natürlich 30 Minuten dafür verblendet, um zu diesem scheiß Kaktor zu kommen, nur damit sich jetzt herausgestellt hat, dass sich gar nichts herausgestellt hat. Aber naja. Immer ein bisschen gelevelt, ist auch nicht so scheiße. Vielleicht, wenn wir alle Monumente aktiviert haben. Possible, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zum Reisebedarf.
und gucken, was hier los ist. Beziehungsweise füllen uns nur noch mal auf. Speichern. Ja, warte mal, bevor wir speichern, können wir erstmal Items kaufen gehen. So, Maximum. So, so, ja. Weltkarte, okay. Blam, blam, blam. Hab ich irgendwas vergessen? Könnte ich nochmal leveln, aber das machen wir jetzt nicht. Ach so, speichern wollte ich. Sorry, sorry. Ja, 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 ich weiß. Muss natürlich noch speichern. Die Frage ist jetzt, können wir auch da lang? Spielt es überhaupt eine Rolle, ob wir hier da lang gehen oder auf der anderen Seite da lang gehen? Weiß ich gar nicht. Nee, macht keinen Unterschied. So, hier ist jetzt neues Gebiet, deswegen mache ich hier auch wieder normale Geschwindigkeit. Auch wenn ich die Donnersteppe immer noch gerne hinter mich bringen würde. Da hinten habe ich schon das Monument gesehen. Yuna, focus. Focus. Genau, Mann. Obwohl, jetzt könnte man eigentlich mal die Ekstase von Lulu raushauen. Und richtig den Analogstick schwingen am besten. Warte mal, nee, ich würde gerne auf Titus. Wegen Zeitsphäre und sowas. Time to get down. Ah, ich war früher mal besser. Müssen wir da noch mal glauben. Das war echt mies, ey. Das war richtig mies sogar. Dip, 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 dip. Oh, Mondschleier mal 2. Nicht nice. Null. Ich würde gerne das Aura ein bisschen leveln, weil der kommt mir gerade ein bisschen schwach vor und das gefällt mir nicht. 145, was ist das, ey? Naja, ich würde gerne, dass du mehr Schaden machst, guter Auron. Sir Auron. Wer weiß, wo hier überall Kisten versteckt sind. Verdammte Scheiße. Wenn ich da nicht zurückgegangen wäre, hätte ich die nie gefunden. Da waren 5000 Schild drin, immerhin, ne? Null hat sich belebt. Reicht das? Das reicht nicht? LOL, es reicht nicht! Ach, da heilt sich Gott sei Dank nicht. Ah, das ist in Ordnung. Das ist da super. Eigentlich Verschwendung jetzt da noch einen Zauber zu machen. 87. Na komm, mal gucken, wie viel Damage die im Nahkampf macht. 34. Oh, süß. Warte mal, den zweiten haben wir noch nichts geklaut. Achso, Ekstase könnte man mal machen. Nee, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Bam, nice. Ah, Auron haben wir vergessen. Naja. Nee. Das nochmal ein Speicher, das wäre richtig nice. Wir müssen nochmal nach links schauen, ob da irgendwo eine Kiste ist, bevor wir weitergehen. Oh, was ist das denn für ein Dicker? Lol, ich erinnere mich, dass der irgendwie böse war. Irgendwas war da. I remember something scary about this guy. Bring it on! Was hat er gesagt über deine Visage? Was? Nee, Rico, du musst dich erstmal zurückziehen. Ich habe Angst, dass der dich kaputt macht. Schätzchen.
heißen kann. Ah, getroffen. Nice. Das war wichtig, dass er mal trifft. So. Kimari könnte mal versuchen, da was zu klauen. Vielleicht geht da ja was. Naja, leider nicht. Dann gehen wir mal auf Lulu. Let's end this. Ich weiß gar nicht, was der drauf hat. Deswegen gehen wir mal auf Luna. Blitz macht weniger Schaden. Blindschock abwenden. Verwendet Niederman mit Blindschock abwenden. Okay. Also wir müssen ihn blind machen. Wir machen trotzdem Analyse, weil ich den Zauber mag. Der Eisengigant zielt auf denjenigen, der am wenigsten HP hat, wendet Flächenangriff Niederman an, ist gegen kein Element anfällig, erleidet bei Strom nur die Hälfte an Schaden, Durchschlag und Blindschock sind wirksam. Das heißt, Wacker macht auch weniger Schaden. Machen wir mal Kraftbrecher. Okay, 416 ist ja noch verschmerzbar. So, Feintake, was haben wir denn da? Ene, mene, mu und aus bist du. Okay. Oh, der war nice. Ja, wir machen wenig Schaden, das weiß ich. So, Orin hat schon einmal zugeschlagen. Eigentlich müsste Rico sich noch was klauen. Das machen wir auch. Vielleicht hat er ja was Geiles. Lichtschleier. Oh. Das kennen wir noch nicht. Wenn er gegen gar nichts anfällig ist, dann machen wir immer Feuer. Das ist mein Allzweckzauber. Das habe ich mir gedacht, ey. Das hätte ich noch one-hitted. Wie viel Life hat er noch? Ah, machen weg. Boah, 1168. Gar nicht schäbig. Von Fußschutz und Reisering, gell? Au. Da ist noch so ein Monument. Nice. Und nochmal diese verfickte Gigant. Machen wir den einfach platt. Komm schon, gib ihm. Geht immer auf den mit den wenigsten HP. Ja, das ist uncool. Kumpel. Luna hat schon angegriffen. Deswegen auf geht's, Kimari. Boah, 680 ist ordentlich. So, der hat auch angegriffen. Tito, das macht zwar nicht viel Schaden, aber egal. So, und dann kommt jetzt Waka dran. Und Rico wird jetzt leider sterben, weil sie noch was klaut. Den Lichtschleier. Und tot. Wir könnten... Warte mal, ich hab eine Idee. Wir gehen auf Orin. Machen Bodyguard. Bam. 384, lächerlich. Boah. 1339. Bam. 1200 AP gibt der. Wie krass ist das, ey? Hä? Bei dem kann man gar nicht anklicken. Warum? Hä? Warum? Verstehe ich nicht. Aber wir machen auf jeden Fall die Zeit hier mal wieder höher. Dass wir ein bisschen schneller durchkommen. Ich würde gerne noch ein bisschen Story zeigen. Und wir sind schon bei 40 Minuten.
Deswegen machen wir das, den Kampf jetzt auch mal im Schnelldurchlauf. Und zwar im super schnellen Durchlauf. Kommt man gar nichts mehr mit. Ja, das müssen wir jetzt mal ein bisschen schneller hinter uns bringen. Yuna levelt jetzt dafür halt jetzt ein bisschen mehr, aber das gleichen wir nachher mit den anderen wieder aus. Wenn ich dran denke. Sein. Treffen bitte. Fick dich. Fick dich! Oh, hier. Nimm dies. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm, mach das Scheiß hier weg. Nee, warte mal. Oh, der macht aber viel Schaden. Alter Schwede. Moment mal kurz. Ach, leck mich. Das war nicht überraschend, ja. LOL! Jetzt geht er richtig ab, der Schweine. Ist der Schweinenasen hier. Kannst du wirklich mal selber eigentlich? Ich würde gerne mit Rico was klauen. Ich weiß aber, dass das ein Fehler sein wird. Machen wir es später. Wir gehen auf Lu. Warte mal, nee, warte mal. Hat Yuna doch schon angekündigt? Yuna hat ja. I remember. Yuna hat ja in den letzten zwei Kämpfen zugelegt. So, jetzt können wir noch mal ruhigen Gewissens mit Rico was klauen, bevor wir ihn dann mit. Ah komm, 28 Damage, Baby. Nice. Regener-Arm, was ist das denn? Arm müsste ja für Orange sein, oder? Nee, warte mal. Arm? Kimari? Nee. Rico? Notregena. Oh. Ach, diese Scheiße. LOL! Okay, sagte. Komm, nichts riskieren. Ifrit oder wer? So, mach's weg, bitte. Haben wir schon zwei Kaktoren da jetzt. Irgendwann haben wir Baba-Kaktor, ich sag's dir. Komm bitte vernichten, bitte. Komm schon. Yeah, man. Bye, Motherfucker.
Aber was bringt denn das? Müssen wir kurz mal die Fata Morgana angucken, ob das tatsächlich ein gutes Schwert ist. 5%. Naja. Geht so, ne? Machen wir sie nochmal auf normalen Wege weg. Na komm, bam. Kannst sie ruhig heilen, macht mir nichts. Macht mir nichts! Macht mir nichts, du stirbst trotzdem. Du stirbst trotzdem. Du stirbst trotzdem, ja, du wirst sterben. So. Titus, Waka. Und dann Kimberly, den dürfen wir mit allen durch sein, oder? Mal gucken, ob ich richtig gerechnet habe. Yep. Schau mal, wie viele Esslinge wir jetzt gemacht haben in der kurzen Zeit. Voll geil, Mann. Hallo? Hä? Eigentlich sollten wir hier beten können. Moment, machen wir die Zeit langsam. Ne, wir können hier nicht beten. Machen wir immer. So, der fette Klotz hier am Start. Ach, komm, scheiß drauf. Machen wir einfach normale Angriffe. So. Oren. Aua. Arschloch. Ich glaube, Kimari macht da noch mit am meisten Schaden. Ja, sehr gut. Wie hier Level, das ist ja voll krass. Finde ich mega geil gerade. Nein, ich wollte doch. Nein, ich wollte doch zum Speicher. Fuck. Oh, fuck. Nicht so gut. Nicht gut, was gerade hier passiert. Aber warte mal, wir können flüchten. Wir haben doch hier mit Titus. Und tschüss. Lass mal hier Rico einfach liegen. Kurz mal speichern. Beziehungsweise kurz, wir müssten eigentlich das. Wir können eigentlich mal ein bisschen weglaufen, scheiß drauf, ey. Oder? Scheiß auf die, ey. Oh, neues Gebiet. Everyone, wait. What's up? I have something to tell you. Here? We're almost out of here. Let's go. I have to say it now. Okay. Over there. Ja, finde ich auch gut, erstmal da Schutz zu suchen. Mal da noch mal raus, Juna. Was hat der Chisel gesagt, hä? Somehow, my bad feelings always come true. I've decided to marry. I thought so. But why? Why'd you change your mind? Aber wussten wir denn, dass sie das nicht machen würde? For Spira's future and Yevon's unity. Das wussten wir doch gar nicht. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it?
Is it because of Lord Jiskal? Hey, that sphere! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... Sie traut uns nicht. It is a personal matter. Mhm. You're kidding, ja? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Auron. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. But that's... Yuna, just one question. Wie er sich da nach unten bückt. Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Deutsche Untertitel sagen da aber ein bisschen was anderes. Juni. Die hat gelbe Fingernägel, habe ich noch gar nicht gesehen. I wish we could help somehow. Some way. It's okay. Könnte es sein, dass Yuna ihre Schwester ist? Weil sie ein Albed ist? She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face Sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Next, we're going to Makalania Temple. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood? Und noch was ist mir gerade eingefallen. Ich weiß, warum Yuna ein grünes und ein blaues Auge hat, weil sie zur Hälfte Albed ist. Simpel. Lol, dass ich das nicht vorher wusste. Ich bin da gerade erst drauf gekommen. Das ergibt 100%. Oh, wieder das Vieh. Gut, dann machen wir Easy Mode Yuna, ist doch klar. Dann machen wir schnell die Beschwörung. So, Ekstase, Bangerang. Hab ich dir schon die Ekstase gezeigt? Weiß ich gar nicht, glaube ich neu. Oder? Das ist mächtig, Mann. Nicht so, sieht nicht so krass aus wie das von Ifrit, aber ist trotzdem mega, finde ich. Mentalband, okay. Oh! Kistenalarm, Äther. Oh, ich kann mal wieder beten. Aber no clue. What that does. Wir flüchten. Scheiß auf die AP. Wir werden später noch genug Zeit haben, AP zu farmen. Versproken. Es tut mir leid, sagt sie. Nimm doch die Kiste, Alter. Okay, nice. Bye bye. Hm.
wieder diese Kapitän. Und jetzt haben wir keine Möglichkeit mit physischen Angriffen. Vielleicht hilft Oren. Wir machen mal Tradition. Wollen wir die Kombo richtig machen? Aufpassen. Oh, gerade noch. Nice. Aber was bringt das? Also wenn du es weißt, schreib es mir bitte in die Kommentare, ansonsten werde ich mich darüber informieren. Versprochen. Weil das interessiert mich nämlich. Vielleicht kann man tatsächlich eine geheime Bestia freischalten. Das wäre was, was ich noch nie gemacht habe. Also nicht in dem Spiel hier. In den früheren Teilen natürlich. So, wir kommen an am Tempel von Makalania und da werden wir dann auch... Na gut, noch nicht mal ansatzweise. Wir müssen auch durch diesen scheiß Wald durch. Oh, I remember this fucking forest. Okay. Ich glaube, wir werden hier mit Oren reden, kann das sein? You're worried about Yuna. Of course I'm worried about her. What is she thinking? The simplest answer would be, in exchange for agreeing to marry him, she hopes to negotiate with Seymour. Negotiate what? I wonder. What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator. Nee. Well then, why don't we do something about it? Yuna wants it this way. I just don't get it. Doesn't she trust us? On the contrary. Die traut uns zu viel. She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning. Die möchte uns damit nicht belassen. Yeah, that's what I thought. But that makes me worry even more. Ja, ganz genau. She could just tell us. That's the way she is. She's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. You're probably right. Yuna's easy to read. Yeah, she is. But hard to guard. Stand by her. Always. Oh, das hat er so oft bisher gesagt. Das muss wichtig sein. Da oben ist der Speicherpunkt. Und du weißt, was das bedeutet. Wir werden nochmal erstmal einen Dialog haben. Slowpokes! Sorry. It's funny how calm I was. Maybe it was because I'd realized that Yuna wasn't marrying Seymour for love. Not really. It was just her duty. Something she had to do before returning to her pilgrimage. That's what I kept telling myself anyway. And well, maybe. I realized that Yuna and I'd never, you know. Yuna, let's go. Oh, diese Melodie ist geil. Auf zum Makalania-Tempel. Um dahin zu kommen, müssen wir durch den Makalania-Wald. Wir werden jetzt wieder auf die alte, den alten Soundtrack umstellen. Und dann werden wir hier speichern. Und dann kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen. So, was hältst du von Kaktoren? Und was denkst du, was es damit auf sich hat? Könnte es sein, dass wir nur zur richtigen Zeit an den richtigen hätten sein müssen? Also an allen, die wir bisher gesehen haben, hätten sein müssen, um die halt zu aktivieren, wie auch immer. Um dann einen größeren Kaktoren freizuschalten, um dann irgendwas anderes freizuschalten. Kein Schimmer. Wenn du es weißt, wenn du irgendeine Ahnung hast, wenn du irgendeinen Ratschlag hast... Lass mir einen Ratschlag da. Ansonsten lass mir da
wie dir diese Folge so gefallen hat. Würde mich sehr interessieren. In der nächsten Folge werden wir dann am Anfang der Folge die ganzen S-Level verballern. Weil schaut mal, wie viele S-Level wir haben. Da wird richtig viel gehen, glaube ich. Ansonsten hat mir die Folge eigentlich... Oh, schau, wie viel Geld wir haben. 30.000 fast. Mega geil. Ansonsten hat mir die Folge großen Spaß gemacht. Waren zwar viele Kämpfe dabei, aber der Weg ist das Ziel, ne? Und das bedeutet, wir haben viele S-Level gemacht und das ist dann wieder was Gutes. Ja, und was hat es mit Chiske, Seymour und Yuna auf sich? Irgendwas möchte sie verhandeln, beziehungsweise die Möglichkeit verhandeln zu können, ergibt sich nur vielleicht, wenn sie ihn heiratet. Und wir haben uns dann quasi damit abgefunden, so, okay, wir haben theoretisch sogar noch eine Chance bei Yuna, ne? Weil wir haben uns offensichtlich in sie verknallt. Weil sie ja ihn nur heiratet wegen des großen Ganzen, um den Frieden über Spira, Glückseligkeit über das Volk von Spira zu bringen. Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht mehr so genau, da werde ich wahrscheinlich genauso überrascht sein wie du dann, wenn du das erste Mal siehst. Ich weiß, was passiert, ne, in groben Zügen, aber warum und wie und das mit, dass sie natürlich halb Albedes ist ja klar, ne, ist ja kein großes Surprise. Aber dieses Lämpchen, was hier aufgegangen ist, dass es auf einmal hieß, dass ich euer begriffen habe, warum sie ein grünes und ein blaues Auge hat, ist völlig logisch. Und ich bin vorher nicht drauf gekommen. Vielleicht war ich damals einfach zu jung, zu dumm, um es zu begreifen. Oder ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass mit den Albedo und den grünen Augen. Kein Schimmer. Na, lass mir deine Gedanken zu dieser Folge bitte. Freu dich auf den Makalania-Tempel, der wird... einerseits nervig und andererseits fantastisch sein. Und dann sehen wir uns im Makalania-Tempel wieder. Hoffentlich schaffen wir das schon in der nächsten Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Lass mir bitte Kommentare zu dem, was dir einfällt, was du denkst bisher. Und dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Folge von Final Fantasy X HD wieder mit dabei bist. Ich bin Verity und ich bin jetzt weg. Bis dann. Bye bye. Und... Tschüss.